Wir wollen heute Nachmittag die Meditation mit einem kurzen Ergründen zum Thema Entspannen beginnen. Und um damit anzufangen, erst einmal die Achtsamkeit auf den Atem richten für ein paar Momente. Und dann das Wort Entspannen in uns reinsinken lassen. Oder ganz entspannt. Was kommen für Gedanken, was für Gefühle dazu hoch? Vielleicht so Gedanken wie, sollte ich öfter machen? Vergesse ich viel zu oft? Zu wenig Zeit. Und dann sich die Frage stellen, zum Ergründen. Was hindert mich daran, mich zu entspannen? Einmal wirklich ganz ehrlich in sich hineinhorchen. Was hindert mich eigentlich daran, mich zu entspannen? Was hindert mich daran, mich zu entspannen? Vielleicht wissen wir es gar nicht so genau. Es gibt keinen wirklich spezifischen Grund. Oder vielleicht auch, ich weiß nicht, wie es geht. Wie soll ich das machen? Oder eben, ich vergesse es immer wieder. Oder ich habe keine Zeit. Oder ich habe zu wenig Vertrauen. Oder vielleicht ist es ganz einfach auch eine Gewohnheit, die sich über die Jahre entwickelt hat, in einer gewissen Anspannung zu leben. Ein vertrauter Zustand, das bekannt ist.
Was hindert mich daran, mich zu entspannen? Vielleicht kommt aber auch die Antwort durch nichts. Nichts hindert mich daran. Ich entspanne mich so oft es nur irgendwie geht. Auch eine Möglichkeit. Oder vielleicht kommt sogar als Antwort hoch, ich bin ganz entspannt. Kann natürlich auch irgendein Ereignis, irgendein Geschehnis, eine Situation sein in meinem Leben, wo ich immer das Gefühl habe, ganz da sein zu müssen, ganz wach sein zu müssen, auf der Lauer, auf der Hut sein zu müssen. Vielleicht ist auch sowas in meinem Leben vorhanden. Die Antworten nicht bewerten, nicht beurteilen und vor allem nicht verurteilen, sondern sich selbst einfach kennenlernen. Was hindert mich eigentlich daran, mich nicht zu entspannen? Vielleicht kommt eine Hauptantwort hoch, vielleicht Nebenantworten. Vielleicht kommt auch ein Gefühl der Traurigkeit in uns hoch. Ja, warum mache ich das nicht? Dann wollen wir diese Frage langsam loslassen und zur nächsten Ergründungsfrage kommen. Was ist gut daran, mich nicht zu entspannen? Scheint wieder eine etwas absurde Frage zu sein und gleichzeitig eine Frage, die viel aufzeigen kann. Was ist gut daran, nicht zu entspannen? Vielleicht fühle ich mich verletzlicher, wenn ich entspanne. Angreifbarer. Vielleicht habe ich das Gefühl, man
kann mit mir machen, was man will, wenn ich entspanne. Wenn ich nicht entspanne, habe ich eher die Kontrolle, eine gewisse Macht. Was ist gut daran, nicht zu entspannen? Ich kann in meiner gewohnten Sicherheit verweilen. In meiner Haltung. Die Welt ist bedrohlich. Oder sogar die Welt ist schlecht. Nur wenn ich angespannt bin, habe ich eine Chance zu überleben? Vielleicht so ein ganz tiefes Muster. Auch hier wieder nichts bewerten, verurteilen, beurteilen. Einfach kennenlernen, sich selbst einmal tiefer kennenlernen. Was ist gut daran, nicht zu entspannen? Irgendetwas muss ja gut daran sein, sonst würde ich ja entspannen. Oder ist es nur eine alte Gewohnheit, ein Muster, eine Konditionierung, ein Überlebensmuster. Oder ich kann dadurch eine gewisse Kompaktheit spüren. Eine gewisse Festigkeit, eine gewisse Schwere. Fühle mich dadurch sicherer, stabiler. Sowohl körperlich als auch emotional und mental. Wenn ich nicht entspanne, kann ich mich besser abgrenzen, mich besser beschützen. Vielleicht ist es so etwas. Was ist gut daran, nicht zu entspannen? Dann wollen wir auch diese Untersuchung wieder loslassen und noch zum dritten Teil des Erforschens kommen. Wie fühlt es sich an,
wenn ich mich entspanne. Wie fühlt es sich an, sich zu entspannen? Offen und weit, licht und leicht, warm und weich. Auflösend, durchlässig. Subtil, befreiend, körperlich und auch geistig, emotional. Wie fühlt es sich an, wenn ich ganz entspannt bin? Fühlt es sich tatsächlich bedrohlich an? Vielleicht sogar eher sicherer. Vielleicht können wir spüren, wie ein offener, weiter Raum entsteht. Der Raum des Gewahrseins, der Raum des Daseins, der Raum des bewussten Seins. Indem wir spüren können, dass alles miteinander verbunden ist. Alles in Veränderung ist, alles im Fließen ist. Und wo alles seine Richtigkeit hat.